Hallo, in unserer Filmserie zum Thema Gebisse, heute mal Verschnallung von Trense und Gebiss. Ganz wichtig ist, dass ein Gebiss immer nur funktioniert oder richtig funktioniert in Verbindung mit der korrekten Verschnallung. Das heißt, es ist also wichtig, dass das Gebiss beim Auftrensen auch da liegt, wo es liegen soll, sprich nicht zu hoch und nicht zu tief verschnallt werden soll. Und das schauen wir uns jetzt einfach mal an. Das heißt, während das Gebiss ins Maul geführt wird und das Genickstück der Trense über die Ohren geführt wird, ist natürlich ganz wichtig, dass das locker passieren muss. Das heißt, also wenn ich da schon merke, dass ich das Genickstück so gut wie gar nicht über die Ohren bekomme, dann weiß man auf jeden Fall schon mal, das Gebiss ist zu hoch geschnallt. Dann wird entsprechend von oben nach unten werden die Riemen zugeschnürt, in dem Falle der Kehlriemen als erstes. Dann wird das Reithalfter zugeschnallt. Hier haben wir jetzt ein englisch kombiniertes Reithalfter mit einem sogenannten Kinnriemen. Der Kinnriemen, das ist ganz wichtig, der darf auf keinen Fall zu fest verschnallt werden. Ja, laut LPO gibt es auch eine Vorschrift, wie ein Reithalfter verschnallt sein muss. Das heißt, wenn das korrekt verschnallt ist, dann sollte ich hier in diesem Bereich auch zwei Finger reinbekommen. Das heißt, das Reithalfter muss also hier frei beweglich sein, ohne eben Ober- und Unterkiefer einzuschnüren. Ganz wichtig ist auch, wenn man das auslaufende Jochbein betrachtet, dass das Reithalfter nicht da drauf sitzt. Auch das ist korrekt. Und auch hier der Abstand zwischen Jochbein und Reithalfter ist 1 bis 2 Finger breit. Auch das ist sehr korrekt, wie man hier sieht. So sehen wir jetzt hier das Pferd nochmal mit dem korrekt verschnallten Gebiss, was die Höhe anbetrifft. Wenn ein Gebiss zu tief verschnallt ist, dann ist es so, dass es zum einen natürlich nicht mehr an der Stelle liegt, wo es liegen soll. Ich habe viel, viel mehr Bewegung im Pferdemaul, die ich gar nicht haben möchte. Und dadurch wird natürlich eine Zügeleinwirkung auch etwas indirekter. Und wenn man sich jetzt neben das Pferd stellt und den Zügel aufnimmt, dann sieht man sehr deutlich, wie das Backenstück eben durchhängt. Ja, das heißt also, ganz eindeutig ist so ein Gebiss zu tief verschnallt. Hier sehen wir jetzt, wenn das Gebiss deutlich zu hoch verschnallt ist, dass das Gebiss richtig aus dem Maul über das Backenstück herausgezogen wird. Wir haben hier im hinteren Bereich dann schon 2 bis teilweise 3 Falten. Das heißt, wenn ich jetzt den Zügel aufnehme, dann wird einfach die Wirkung des Gebisses sehr schnell über die Lefze auf den Backenzahn erfolgen. Auch dann ist natürlich eine korrekte Hilfengebung mit diesem Gebiss nicht möglich. Hier sehen wir jetzt eine Trense mit einem englisch kombinierten Reithalfter und einer Olivenkopftrense verschnallt. Wie in dem Bereich oder in dem Bericht über die Gebissweite ist ganz wichtig, dass diese festen Seitenteile anliegen. Das heißt, wenn man sich bei diesem Gebiss jetzt vors Pferd stellt und es auseinanderzieht, dann sollte man zwischen Gebiss und der Lefze keinen Platz haben. Hier sehen wir jetzt eine Trense mit einem hannoverschen Reithalfter verschnallt und einer Wassertrense mit losem Ring. Wichtig ist, darauf zu achten, dass bei dem hannoverschen Reithalfter das einmal nicht über das Jochbein hier läuft, sondern eben daneben. Dann, dass das Reithalfter so verschnallt ist, dass es eben auf dem frei auslaufenden Nasenbein liegt und ganz wichtig, auch nicht zu fest verschnallt wird. Auch hier sollten 2 Finger als Faustregel Platz sein zwischen Nasenbein und dem Reithalfter. Und ganz wichtig, das freitragend auslaufende Nasenbein nach unten ist halt sehr empfindlich. Das heißt, auf keinen Fall sollte es zu tief liegen. Hier haben wir jetzt eine Trense, das sogenannte Miklam. Das ist eine Kombination aus Reithalfter und Trense. Wir sehen, dass hier vom Genickstück der Riemen direkt über ein Verbindungsstück zum Gebiss geht und das Reithalfter nach vorne ausläuft. Wichtig ist, dass auch dieser sogenannte Kinnriemen hier, der darf nicht zu straff verschnallt werden, dass also die Kaubewegung des Pferdes hier noch möglich ist. Hier haben wir jetzt eine Trense verschnallt mit einem mexikanischen Reithalfter und einer Wassertrense. Bei diesem Reithalfter ist es so, dass das Seitenteil des Reithalfters nur bis hier zum Jochbein läuft, über das Jochbein auf das Nasenbein, sich beide Riemen kreuzen und dann die Druckverteilung auf den Unterkiefer über 2 Riemen verteilt wird. Und so, wie das hier dargestellt ist, mit einer Wassertrense wäre ein solches Reithalfter korrekt verschnallt.
Hier haben wir jetzt eine Trense verschnallt mit einem Pelham und einem englischen Reithalfter. Das Pelham besteht eben aus dem Ober- und aus dem Unterbaum. Hier verschnallt mit einem Pelham-Riemchen und einem Zügel geritten und der Kinnkette. Bei diesem Gebiss ist es so, wenn man jetzt den Zügel aufnimmt, dann sieht man sehr deutlich, dass sich das Pelham dreht. Das heißt, zwischen Maulspalte und Unterbaum entsteht ein Winkel. Auch der sollte maximal 45 Grad erreichen und dann sollte die Kinnkette anliegen. Das heißt, durch diese Drehung bei Zügelaufnahme wird über diesen Oberbaum, über das Backenstück, über das Genickstück wieder der Wirkpunkt Genick angesprochen. Wichtig ist, wenn ich so ein Gebiss auf dem Turnier reiten möchte, laut LPO ist diese Kombination, wie es hier dargestellt ist, mit Pelham-Riemchen und Kinnkettenunterlage der Kinnkette ab A erlaubt. Hier haben wir jetzt eine Kandare verschnallt. Eine Kandare wird immer mit zwei Gebissen geritten, mit der Unterlegtrense und mit der Kandare. Bei der Verschnallung der Gebissweite ist es ganz wichtig, dass man von der Standardtrense ausgeht. Wenn man zum Beispiel eine einfach gebrochene Wassertrense bei dem Pferd benutzt in der Größe 13,5, dann sollte auch die Unterlegtrense 13,5 einfach gebrochen nach Möglichkeit sein, weil diese Unterlegtrense an der gleichen Stelle von der Höhe verschnallt wird wie ein Standardgebiss. Die Kandare ist eine Stange ohne Gelenke und sollte immer einen Zentimeter kleiner gewählt werden, also in diesem Beispiel 12,5. Und wenn das dann korrekt gewählt ist, dann sieht das so wie bei diesem Pferd aus, dass eben der Abstand bei der Kandare zwischen Lefze und dem Seitenteil, eben, dass kein Abstand vorhanden ist, sondern es soll glatt anliegen. Wenn ich den Zügel der Unterlegtrense aufnehme, dann wirkt dieses Gebiss auf Zug. Das heißt, es wirkt auf Zunge und über die Zunge auf die Unterkieferlade. Die Kandare ist ein Hebelgebiss, das heißt, wenn ich dieses Gebiss aufnehme über den Zügel, dann sieht man sehr schön, wie sich die Kandare dreht. Das heißt, über diesen Oberbaum, über das Backenstück, über das Genickstück wird der Wirkpunkt Genick angesprochen. Ab einem Winkel zwischen Maulspalte und Unterkieferlade von maximal 45 Grad sollte die Kinnkette anliegen, damit dann in dem Bereich, wo die Kinnkette anliegt, die Hebelwirkung auf das Genick eben begrenzt wird. Das heißt, so wäre eine Kandare am Pferd korrekt verschnallt.